Und schon wieder hallo aus Palma. Jetzt sind wir unterwegs zur Palma, wie heißt der, Palma Boat Show. Palma Boat Show hier in, direkt in der Mole. Und ja, wir schauen uns jetzt einfach mal an, was es da so gibt und gucken mal, was wir uns so alles nicht leisten können. Oh, jetzt schnell, Ampel ist gerade auf Grün gesprungen, auf Rot gesprungen. So, hier geht's jetzt gleich rein. Ah, das ist immer ein Schlauchboot hier. Für mich sehen die jedes Jahr gleich aus. Die Schlauchboote? Ja. Da sehe ich keine Veränderung. Jedes Jahr weiß. Keine oder Veränderung. Grau. Aber natürlich richtig, richtig viel Glück mit dem Wetter. Mega Glück, ja. Ja, das ist ein Steher-Jetski. Mal guck dir mal die Schwarze da im Hintergrund an. Ja, die sieht toll aus, ne? Wahnsinn. Katamaran. Das sind Kohlekraftwerke. Komplett in Schwarz. Aber matt. Ne? Toll, komplett ja, cool. Schwarz-matt. Irre. Gefunden? Ja, das könnten sogar wir uns leisten. Das geht sogar. Keine Boote. Keine Yachten. Genau. Hier werden Gracie Share heißen die. Wo ist es denn hier oben? Gracie Share. Und die produzieren hier Hängematten, wohl auch für AIDA und die TUI-Schiffe. Hängesessel also, und so weiter. Eigentlich auch coole Geschichten. Coole Geschichten. Die Hängesessel sind auch geil, oder? Ja, sind toll. Die Hängesessel sind genial. Was für ein Balkon? Ja, das sind doch eigentlich mehr so die Sessel. Ja. Ich weiß schon wieder, was du für schmutzige Gedanken hast. Ja, aber sehen ja teilweise so aus, ne? So, hier ist die schwarze Fraktion der Schiffe. Gerade die schwarze Fraktion der Schiffe. Hier ist alles black. Das ist ja auch ein Megateil, oder? Mega dekoriert. Schön dekoriert. Aber Megateil, oder? Du brauchst halt zwei Liegeplätze für die Teile. Ja, aber mega schön. Mega. Richtig, richtig neu noch in Shape, siehst ja, du? Ja, ja, klar. Der tickt noch unbenutzt. Und named black. Ja, das passt. Ganz, ganz toll. Ja. Und vor allem siehst du den Dreck ja wirklich nicht so, ne? Ja. Weil bei dem matten, bei dem brillanten siehst du ja wirklich den Dreck arg. Ne? Und hier siehst du überhaupt nicht viel. Sehr stark auch mit dem. Tolle Farben, ja. Ja, und der Teil ist dieses Jahr neu. Und guck mal, das ist sogar was, was man sich leisten kann. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Guck mal hier. Schönes kleines Bötchen. 16.000 Euro. Gut, das ist aber bestimmt noch der Preis ohne Motor. Da kommt dann bestimmt noch der Motor dazu, weil es steht hier drauf, bis zu 150 PS Motor, also der Motor ist da noch nicht mit drin. Ja, guck mal, U-Bahn Ape, wo ich immer meine Roller reparieren lasse, wenn was ist, sind auch da. Ja, das passt, weil sowas kannst du vom Boot nehmen. Das haben die, das passen die, alles, ja klar. Nee, das passt vom Ja, ja, vom aus Boot, ja, ja, klar. Ja. Die haben ja alle auf dem Boot so Elektroroller, um wenn sie im Hafen liegen, damit fahren zu können und so weiter. Da ist Inter-LED. Machen schön viele LED-Sachen, auch für Yachten und so weiter.
Danke euch. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bin doch schneller. Dann die Mega-Segeljachten. Ich weiß nicht, irgendwann waren wir mal da vor 3 Jahren oder 2 Jahren. Keine Ahnung mehr, wann das war. Nee, ich glaube schon länger. Da stand hier eine Segeljacht, die hatte den Helikopterlandeplatz drauf. Mhm. Da weiß ich noch, dass ich ganz überrascht war, wie gut der Pilot mit dem Helikopter fliegen muss, um hinten zwischen der ganzen Takelage und den Seilen irgendwie auf einer Segeljacht zu landen. Ja, genau. Ja. Ja. Wahnsinnsteile. So, da gibt es hier das Äquivalent zum Brabus Mercedes. Gibt es hier von Brabus Marine. Oder Smarty. Smart Brabus gibt es auch, genau. Ja. Und hinten hat er dran 2x 250 PS. Das passende Auto, um auf die Yacht zu kommen, ist auch noch da. Ja, auf die Yacht zu kommen, allein. In den Hafen zu kommen. Das passende Auto, um in den Hafen zu fahren. Der Trend mit der eigenen Rampe. Hä? Gibt's schon. Ich habe irgendwann mal ein Foto gesehen, eher so kurz. Doch, es gibt schon Boote. Ja? Ja, auf denen praktisch die Leute hinten einen Kran drauf haben. Aha. Und ihr Auto mitnehmen können und dann praktisch aufs Boot raufhieven und dann mitfahren. Gibt's. Aha. Sandra und ich. Sandra kommt nicht auf die Kamera, weil hier ist ziemlich viel Wind. Und sie möchte ich mehr. Ihre Frisur ist verwindet. Nein. Tschüss, ihr Lieben. Danke fürs Zuschauen. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Gebt uns einen Daumen hoch. Liked uns. Followt uns. Und kommt in den Laden. Kommt uns besuchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.